Yeah.
哎呀！我啊啊啊！呀呀！哈哈！啊！这！Nimmst du mich mit? Na, Logo! Setz mich genau auf der Abrisskugel ab. Vorsicht! Okay. Okay. Wow, tolle Idee. Während du die hier aufhältst, helfe ich so lange Gecko. Er hält die Kugel auf, Meister. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So, Riesenflipperkugel, jetzt bekommst du es mit mir zu tun. Los, kämpfen wir! Super Gecko-Muskeln! Wohl eher Super Eidechsengriff! Gecko! Alles okay, Gecko? Aha, mir ist nur ein wenig schwindelig. Vielleicht lagen wir falsch damit, dass wir gegen alles gewappnet sind. Puh, die erste Kugel hätten wir. Catboy, pass auf! Netter Versuch, PJ Masks, aber seht euch das an! Hierzu. Oh, sagtet ihr nicht, ihr werdet gegen alles gewappnet? Eine Kugel war eine Herausforderung. PJ
Wir haben keine Wahl, wenn wir PJ Robo retten wollen. Die PJs bringen mich an mein Ziel? Das war echt ein Kinderspiel. Ha! Ich bin gut in diesen Rätseldingen. Können wir nicht einfach versuchen, die Höhle zu finden? Es sind überall Ninjalinos, Gecko. Selbst wenn wir in die Nähe von PJ Robo kommen, würden sie ihn woanders hinbringen. Wahrscheinlich. Da muss der Ring sein. Seid vorsichtig, Leute. Und wo sollen diese Fallen sein? Ich kann sie nirgendwo sehen. Super Katzenstreifen! Ich hab die Fallen gefunden. Mich werden sie aber nicht erwischen. Super Eulenflügel! Drachenzungenklatscher! Ich weiß nicht, wo die Löcher hinführen und will es auch nicht herausfinden. Eulenflügel! Sind wir jetzt in Sicherheit? Vielleicht glauben sie, wenn sie näher an ihn herankommen, dass... Wow! Mehr Kräfte, dichteres Fell. Meine Reißzähne werden länger, mein Verstand wird... Hoffentlich mal ein paar Ideen haben. Ja, schlauer. Verwandeln wir uns in echte Wölfe. Echte Wölfe? Die sind schon böse genug. Und wenn sie noch mehr Kräfte bekommen... Ich glaube nicht, dass Werwolfen so funktioniert. Wie willst du das wissen? Du bist eine Eule. Auch wenn es nicht funktioniert, werden sie dabei meinen Katzenflitzer schrotten. Es geht hier nicht nur um deinen Flitzer. Es geht immerhin um unsere Stadt. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Ich weiß, wie wir meinen Flitzer zurückbekommen. Treffen wir uns im Hauptquartier. PJ Robo, zeig mir, wo die Wölfis sind. Gecko, du musst das Seil werfen. Okay. Eins, zwei, drei, jetzt! Super Gecko-Muskeln! Dreh das Hauptquartier, PJ Robo! Ich glaube, es hat funktioniert. Hey, ihr habt unser Auto geklaut. Das ist mein Auto. Ach ja, und warum sind wir dann darin zum Mond gesprungen? Gecko, was tust du da? Wo ist der kleine Roboter? Jetzt hat er Spezial-PJ-Farben. Er liebt es, hier zu sein. Er hat den Hauptrechner benutzt, hat sich die Fahrzeuge angesehen, das Hauptquartier erkundet. Das Hauptquartier erkundet? Was, wenn Romeo ihn wieder kontrollieren kann? Nee, wir haben die Robotersteuerung. Er hat eine neue gebaut. Und sie ist riesig. Aber er will in unserem Team sein. Ist das Teil eingeschaltet, hat er keinen eigenen Willen mehr. Und wird alles tun, was Romeo sagt. Und der lässt ihn das Hauptquartier zerstören. Das Hauptquartier zerstören? Wenn wir ihn behalten wollen, müssen wir die Steuerung kaputt machen. Sollte Romeo doch die Kontrolle über ihn gewinnen, könnten wir versuchen, ihn damit zurückzuholen. Eine Steuerung gegen eine andere? Ja, besser als nichts. Los, komm! Okay, aber... Ich weiß, der Katzenflitzer ist cool. Es wäre sicher gut, wenn PJ Robo zu unserem Team gehören würde. Glaubst du wirklich, Romeo könnte ihn übernehmen? Ich hoffe nicht. Wir müssen sicherstellen, dass PJ Robo auf unserer Seite ist. Gackernder Gecko, die ist riesig.
Bleib hier, Kleiner. Also gut, Catboy, du setzt dein Katzentempo ein und... Oh nein, sie ist fertig. Sie wird... Die Kontrolle übernehmen. Nee, das ist nur ein gewöhnlicher Kraftfeldwerfer. Aber wir haben nicht sagen hören, es wäre... Eine Super-Robotersteuerung. Teil meines Plans. Genauso wie auch mein Minibot. So ein niedlicher, süßer Robo. Ich wusste, ihr würdet ihn behalten wollen. Also habe ich eine Steuerungsattrappe gebaut und darauf gewartet, dass ihr in die Falle tappt. Hier muss Gerechtigkeit her. Und zwar in Gürteltiermanier. Donnerschlag! Schaut mal, was ich in eurem Gleiter gefunden habe. Wollt ihr nicht lieber gestehen, PJs? Wie sind die da hingekommen? Jemand will uns was anhängen. Aha. Es ist wahr. Du musst uns glauben. Entschuldigt, Diebe. Aber als einziger Held in der Stadt muss ich hier für Gerechtigkeit sorgen. In Gürteltiermanier. Ups, das habe ich nicht gewollt. Aber ich höre nicht auf, bevor die Gerechtigkeit gesiegt hat. Ich locke ihn weg. Ihr versucht rauszufinden, wer uns reinlegen will. Super Katzentempo! Gürtel Till, ich bin hier. Super Katzensprung! PJ Robo, zeig uns die Überwachungsbilder vom Comicladen. Und zwar bevor wir dort waren. Gute Idee. Wenn wir Gürteltill zeigen können, dass jemand anderes eingebrochen ist, können wir beweisen, dass wir unschuldig sind. Nacht, Ninja. Das müssen wir Gürteltill zeigen. Ihr könnt davonlaufen. Aber ihr könnt euch nicht verstecken, PJ-Diebe. Na, immerhin ist es nicht schwer, ihn zu finden. Ihr seid bereit, euch zu stellen, ha? Wir stellen uns nicht für ein Verbrechen, das wir nicht begangen haben. Sieh dir das an. Schaut mal da. Oh, können wir ihn behalten? Ich wollte schon immer einen Wölfibot als Haustier. Ja, er könnte nützlich sein. Zeig uns alles, kleiner Wölfibot. Hey, hör auf damit, das kitzelt. Uns wirst du nicht los. Also wenn du nicht nett bist und tust, was wir sagen, kannst du was erleben. Richtig, Heuler? Also ich zieh mir jetzt erstmal dieses riesige Videospiel rein. Oh, cool. Ich will auch spielen. Hey, das ist kein Videospiel. Das ist sicher die Steuerung von unserem neuen Wölfibau. Ich werde jeden Knopf drücken, bis ich weiß, wie man die Tür schließt. Auch wenn der ganze Laden dabei Kavumm macht. Ha, reingelegt. Jetzt kommen deine PJ-Kumpel nicht mehr rein. Hey, Wölfibot, ich nehme einen Obstshake. Mach meinen mit Wölfibären. Für mich Erdbeere. Hast du vielleicht auch Kiwi-Ananas? Ja, wir sind ausgesperrt. Ich schleich mich durch eine Luke rein und mache euch auf. Super Eidechsengriff. Wow, echt werwolfstark. Klasse, Wölfibot. Echt lecker. Ja, guckt mal, Leute, da läuft sogar ein Superheldenfilm. Hä? Das sind die Pyjama-Kids. Die wollen hier einbrechen. Haltet sie auf. Es muss jedoch irgend sowas geben wie ein Kraftfeld.